Willkommen zurück zu einer weiteren Hippie-Folge Destroy All Humans. So, wollen wir mal gleich weiterdüsen, denn wir müssen noch eine weitere Quest abnehmen. Oder ich möchte noch eine weitere Quest annehmen. So halbwegs. Zombie! Ja, natürlich, Zombie. Oh, Wachmeister rufen. Oh mein Gott. Sind Sie ein Exhibit? Ah, so, düsen wir hier mal kurz über die Straße. Hallo, Panzer. Au. Der schießt mit Raketen. Der ist böse. So. Dann wollen wir noch mal gucken hier. Gib mir was zu tun, ja? Schon gelangweilt vom Vögel beobachten, wie? Im Moment müssen wir dringend junge Menschen überzeugen, kein Revelate mehr zu trinken. Was? Ich dachte, wir hätten die Revelate-Vorräte vernichtet. Nun, das haben wir, aber das scheint ein Problem von Angebot und Nachfrage zu sein. Wir haben die Angebotsseite der Gleichung reduziert, aber wir haben uns noch nicht um die Nachfrage gekümmert. Mir wurde gesagt, dass es keine Mathematik geben würde. Es ist ganz simpel. Wenn die Menschen das verdorbene Zeug unbedingt haben wollen, finden sie einen Weg, mehr davon zu bekommen oder herzustellen. Das Hauptziel dieser Operation ist es, die drogensüchtige Bevölkerung hier zukunftssicher zu machen. Das Letzte, was wir brauchen, sind mehr Revelate-Süchtige. Sie sollen sich am Leben berauschen, was? Klingt gut. Und wie machen wir das? Ich habe darüber nachgedacht, wie wir die aufkeimende Gegenkultur der heranwachsenden Menschen am besten zu unserem Vorteil nutzen können. Mode? Zu abstrakt. Bücher und Zeitschriften? Höfner hat das schon gut abgedeckt. Dann fiel es mir ein. Radio! Dieser Piratensender korreliert mit ähnlichen Phänomenen wie Teenie-Rebellion und Folk-Gitarristen. Meinen Berechnungen zufolge ist das der perfekte Weg, die Kids zu erreichen. Hey, hey, warte mal kurz. Das ist doch wieder eine dieser Missionen in Verkleidung. Nicht wahr? Nicht ganz. Du musst dich nur anders anziehen und dich anpassen. Verdammt nochmal, Pox. Der Name des Spiels ist Destroy All Humans. Nicht spiel bescheuerte Platten und halt die Kids von Drogen fern. Denkst du, dass du dich zumindest für die nächsten, sagen wir, 30 Sekunden auf dieses Briefing konzentrieren kannst? Konzentrier dich! Wenn du das sagst, wie kann ich den Piratensender benutzen? Schleich dich einfach in die Sendestation des Piratensenders und spiel diese LP ab, die ich vorbereitet habe. Wenn meine Annahmen richtig sind, wird es sie dazu bringen, spontan ein Happening zu veranstalten. Es ist ziemlich überzeugend. Ich habe sogar ihre Sprache verwendet. LP, ja? Klingt groovy. Okay, Daddy-O. Ich spiel deine Platte. Wo ist die Piratensender-Sendestation? Ich fürchte, die musst du selbst lokalisieren. Das Signal prallt an all diesen Metallstrukturen ab. Ich kann es nicht genau triangulieren. Du könntest versuchen, die Gedanken der hiesigen Einwohner zu scannen. Null Problemo. Aber ich bin etwas verwirrt von dieser ganzen Happening-Sache. Kannst du das für mich markieren? Ich werde in einer Ecke von Kennelside die Szene vorbereiten. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich dort fertig bin. Damit ich das richtig verstehe, du willst, dass ich einen illegalen Radiosender finde und übernehme und dann einen Haufen Kids zu einer Party einlade. So ist es. Und dann möchte ich, dass du ihnen eine Lektion erteilst. Wir müssen diese kostbaren Hirnstämme für uns selbst bewahren. Na klar, Kids lieben nichts mehr, als zu einer Party zu kommen und stattdessen eine Strafpredigt zu hören. Sie werden mir aus den Phylangeopoden fressen. Alles klar. Überlass das ruhig mir, Poxy. Überredungskünste sind meine Spezialität. Als ob ich das nicht wüsste. Viel Glück, Krypto. Und denk dran, ich zähle auf dich. Na denn, auf zum Piratensender.
So, setze Kurt, Ilja, gut. Oh, hat jemand was gesagt? Ja. Seltsam, dass die Polizei den Piraten-DJ noch nicht geschnappt hat. Er ist immer noch in Soho, um die Öffentlichkeit zu ärgern. Für mich. Das ging jetzt schnell. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, Krypto. Lass uns nicht eine noch größere Szene machen, ja? Ja? Okay, wir sollen jetzt Revelate an... Hey, Davy, ist nur kleiner! Hey! Auf Cops anwenden? Ah, da kommen sie ja schon. Ich bin Nummer 2, du bist die neue Nummer 6. Gut. Sorry, ihr zwei seid durchgefallen. So. Verdammt! Es ist wirklich möglich, sich das Hirn rauszuvögeln. Oh Gott. Paranoia-Donnerwächter. Gut, Bonus ist soweit fertig. Ein Schotte. Ein Schotte. Nein! So, lassen wir sie nochmal ein bisschen tanzen. Mein Verstand. Nummer 9. Nummer 9. Ah, jetzt kommst du von der anderen Seite hier. So, du auch nochmal. Und der nächste krieg Revelate. Würde es Ihnen etwas ausmachen? Ja, ich suche hier gerade. Na, nun nimm doch irgendeinen Stuhl hier. Ich könnte das gleiche mit meinen Oberschenkeln machen. Das kannst du mit deinen Oberschenkeln. Du kannst Munition mit deinen Oberschenkeln machen? Wow. Sehr interessant. Du bist recht. So. Hat ja noch nicht mal einen Schaden gekriegt. Aber jetzt musst du flott rüber zum Happening. Oh, die Arbeit eines Invasoren nimmt kein Ende. Der stimmt. So, einmal kurz die Brücke am besten nehmen. Ich bin doch kein Franzose. Gut, dass Kanalsweit nicht weit weg ist. Diese Korthosen verursachen Hitzepickel, das glaubst du nicht. Achso. Hören Sie, ich habe keine Zeit. Das scheint der richtige Ort zu sein. Jetzt rein da und überzeuge die Teenager. Jemand macht sich einen Spaß daraus, mich zu veräppeln. Krypto, besorg dir eine Verkleidung. So wirst du ganz sicher niemanden überzeugen. Na gut, dann holen wir uns mal kurz eine Verkleidung. Ah! Helfen Sie mir doch! Ich kann den Boogie nicht stoppen! Entschuldige bitte. Yo, hör zu. Brüder und Schwestern, ich muss euch sagen, die Türen meines Bewusstseins sind weit geöffnet worden. Ich meine, es ist alles ein großes Happening, nicht wahr? Ja, wie auch immer. Plötzlich frage ich mich, warum sind wir eigentlich hier? Das ist ganz einfach. Wir sind hier, um die Welt zu verändern, Mann. Jetzt macht mal halblang, gebt es zu. Ihr seid nur wegen der kostenlosen Drogen dabei. Okay, ja, aber was ist daran falsch? Revelate hat unseren Geist geöffnet, Mann. Er hat unser Bewusstsein erweitert und uns mehr freie Liebe ermöglicht. Revelate rockt! Oh ja, ihr seid wirklich ein Haufen Rebellen. Keinerlei Konformität hier. Was zum Teufel soll das heißen?
Gar nichts, Tiger. Du ziehst dich einfach weiter an wie deine Freunde und betäubst deine Mittelklassenlangeweile. Du bist überhaupt nicht wie deine Eltern. Oh nein, kein bisschen. Ihr Kinder seid auf der Höhe der Zeit. Ihr wisst schon, dass ihr ausseht und klingt wie die Albträume eines Zirkusclowns? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wir schaffen eine Jugendkultur, oder nicht? Unsere eigene Musik, unsere eigene Kleidung, unsere eigene Art zu reden. Ich meine, niemand hat das je getan, oder? Nein, dies hier ist ein einziger und bahnbrechender Moment in der Geschichte. Klar, Junge. Völlig einzigartig. Oh Mann, das wird härter, als ich dachte. Ihr Leute seid echt abgefragte Gestalten, wisst ihr das eigentlich? Tanzende Trottel, die von Party zu Party ziehen, die Welt verändern? Ha! Ihr Idioten könnt nicht mal eine Glühbirne wechseln! Wichser! Ich sehe alles doppelt. Okay, zu viel heißt scheitern. Schade. Unerwünschter Vollpfosten. Verdächtiger kleiner grüner Mann meidet den dämlichen Wichser um jeden Preis. Aber das musste mal sein. Ist manchmal einfach zu herrlich. Man kann auch nicht widerstehen. Man möchte denn nochmal und nochmal und nochmal. So, und jetzt noch einmal von vorn. Achso, ich muss mir ja erstmal. War sogar eine saubere Übernahme. Okay. Entschuldige bitte. Yo! Das hatten wir ja schon. Nun, du weißt schon, indem wir uns anders anziehen und verhalten. Und du weißt schon, gegen die gesellschaftlichen Konventionen verstoßen und so. Aber um welchen Preis, Mann? Wie könnt ihr behaupten, dass euer Geist frei ist, wenn ihr immer noch Sklaven von Revelate seid? Aber Revelate hat unsere Seelen befreit. Außerdem können wir jederzeit aufhören, wenn wir wollen. Es hat eure Hirnstämme verrotten lassen. Eure wohlwollenden außerirdischen Herrscher befehlen euch. Jubelt und gehorcht. Wie ist er so? Was redet er da? Was für billige Tricks muss ich anwenden, um euch Kiffer dazu zu bringen, mir zu gehorchen? Verdammt, Kumpel, du bist deutlich zugedrehter als ich. Ich will genau das, was du hattest. Vergiss die Kleidung und die Haare. Das sind nur Requisiten. Sie machen nicht dein wahres Ich aus. Dein wahres Ich transzendiert die Mode. Was willst du damit sagen? Dass wir uns alle die Haare abschneiden und für das Establishment arbeiten sollen? Ist es das? Nein, rebelliert dagegen. In eurem Geist nehmt das System von innen auseinander. Verstehst du? Ändert eure Kleidung, eure Haare, eure Gesichter. Infiltriert den Mainstream. Übertrefft ihn, übertrumpft ihn und erschüttert den Status quo. Und verdient dabei noch jede Menge Geld. Wow! Konsumkultur mit mehr Konsum bekämpfen. Ich glaube, da ist was dran. Die Revelate-Szene führt nirgendwo hin. Ich werde mich für einen Job an der Börse bewerben. Wer ist dabei? Viel Spaß als Börsenmakler. Aber der Untertext hat nicht ganz so gestimmt. Naja, gut. Sag einfach Nein zu Revelate. Sag Ja zum Klang des Furonen. Okay. Jetzt können wir auch die Platte mitnehmen. Jetzt haben wir wieder eine weitere Nebenquest, so wie es aussieht. Oh, na gut. Dann lasse ich sie mal kurz weg. Sind das die Bullen?
Nein, das sind die Furonen. Ein Mysteron! Was ist denn ein Mysteron? So. Erstmal hier irgendwie ein bisschen durchflitzen. Oh. Hey, was ist glücklich? Ja. Einmal hoch hier. Ist ja ganz schön weit weg. Und da haben wir's. John glaubt nur an die Menschheit. Okay, wir brauchen wieder eine menschliche Verkleidung. Madame, ich darf doch mal. Ihren Körper, der ist optimal. Schön, dich zu sehen, Bruder. Modernismus? Das ist doch was fürs 19. Jahrhundert. Pop-Art ist das neue Ding, oder? Verschwinde, alter Sack. Der Canalside-Mordmob ist nur für geladene Mitglieder. Aber es geht um den Roller eures Chefs. Er hat ihn geparkt, wo... Ach, hol dich bei Leine drüber aus. Er ist direkt da drüben bei all den Häschen. Jetzt verpiss dich! Okay. Ey, was geht ab, Mann? Ich fehl, Mann. Für mich. Donnerwetter! So, dann brauchen wir einmal kurz. Was ist hier los? Zombies! So. Fühlt sich das? Warum sollte mich das interessieren? Was geht ab? Also, was ist in der Szene so passiert? Otis Redding ist immer noch cool, Ska ist immer noch im Trend und unsere Klamotten taugen noch mindestens eine Woche. Ich hab gehört, es gibt einen neuen Kult in der Stadt. Irgendwas mit einem Typen namens Arkwoodle. Ach ja? Ja, das ist das hipste Ding in Canalside seit Eric Clapton. Mann, zieht es euch rein! Ach ja? Wenn er so toll ist, frag ihn, warum Gamaschen nie wieder in Mode gekommen sind. Arkwoodle hat die größte Sammlung von Soul Music, die du dir nur vorstellen kannst. Hat er Stax und Tamla Motown? Na klar, bestimmt. Er hat sogar Krempel, von dem du noch nie gehört hast. Ich weiß nicht. Sowas haben nicht mal die größten Plattenläden. Sicher, dass das stimmt? Woher sollte ich sonst wissen, was der coolste Motown aller Zeiten ist? Der ist so cool, dass ihr noch nicht mal davon gehört habt. Ach ja? Dann sag mal, was hört sich Arkwoodle so an? Drei Worte. Und eines davon ist eine Krankheit. Blind, Willy, Syphilis. Wer soll das denn sein? Mann, ich wusste doch, dass ihr Jungs nicht cool genug seid. Ich verschwende hier nur meine Zeit. Du meinst Blind Willy Syphilis, hm? Ja, von dem habe ich gehört. Hm? Und du sagst, Arkwoodle steht auf den? Wisst ihr, wir könnten so vieles erreichen, wenn wir nicht unser ganzes Geld für Klamotten rausballern würden. Du wirst jetzt aber nicht zum Hippie, oder? Wir dachten, du wärst cool. Wahrheit tut weh, Baby. Wir leben in der Vergangenheit. Wir müssen mit der Zeit gehen und Arkwoodle ist die Zukunft. Bei der Mode geht es doch um Individualismus, ne? Wir brauchen da keinen Arkwoodle als Anführer. Arkwoodle kann die Zukunft vorhersagen. Er weiß, was in Mode kommen wird, bevor es überhaupt erfunden wurde. Komm runter von deiner Seifenkiste, Opi. Sowas gibt es nicht. Ach ja? Dann ratet mal, was ihr alle in 10 Jahren tragen werdet. Pailletten, Goldglitzerstoff und lächerlich enge Hotpants. Und als Krönung Schlaghosen. Klingt wie etwas aus einem billigen Nachtclub. Wie ertragen die Leute in der Zukunft das?
Das werdet ihr herausfinden, denn diese Leute in der Zukunft, das werdet ihr sein! Auf einmal ergibt Nostradamus viel mehr Sinn. Das Ende der Welt steht bevor, was? Arkwudel ist ein uralter außerirdischer Gott. Er hat jeden Modetrend seit Anbeginn der Zeit erlebt. Hör mir auf. Ein Außerirdischer? Das ist ziemlich cool, Mann. Oh ja, er ist universell beliebt. War das ein Witz? Naja, aber er klingt schon irgendwie cool. Vielleicht ist die Sache mit dem Kult echt eine gute Idee. Sehet! Tja, billige Tricks. Irgendwas mit Rauch und Spiegeln vermutlich. Seid ihr bescheuert? Ich bin ein verdammter Außerirdischer. Ihr habt einfach keinen Respekt. Okay, wenn Arkwudel die beste Soul-Sammlung der Welt hat, dann bring uns mal ein paar Töne. Oh, das werde ich. Ich werde euch Töne beibringen, die eure kleinen Affenhirne zum Schmelzen bringen werden. Ja, mach das. Gut, das werde ich. Okay. Rede mit Pox. Was ist hier los? Pox, ich brauche deine Hilfe. Und spar dir deine Klugscheißer-Kommentare. Ich? Dich mit meiner wohlgebildeten Art widerlegen? Das würde mir im Traum nicht einfallen. Pox, du musst mir sagen, ob es auf dem Mutterschiff irgendwelche furonische Musik gab. Was für ein seltsames Anliegen, abgesehen von meiner eigenen Sammlung an Kammermusik. Und einigen Greatest-Hits-Sammlungen, du weißt schon, heiße Sommerlichter auf Huron und solche Sampler. Ja, das bringt mir nichts. Ich brauche etwas mit, Seele. Gastro hat ein paar Datenkerne von Blind Willy Syphilis. Ich würde das nicht Musik nennen, aber vielleicht ist es ja was für dich. Okay. Ja, an den Typen erinnere ich mich. Richtig tiefe Stimme, guter Rhythmus. Ob diese Datenkerne noch intakt sind? Naja, das sind robuste kleine Dinger. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, der örtliche Piraten-DJ hat neulich sowas gespielt. Das klang unangenehm vertraut. Der Piraten-DJ muss einen von Gastros Datenkernen gefunden haben. Ein toter Piraten-DJ und furonischer Blues. Ich glaube, ich habe gerade den Sinn meines Lebens gefunden. Na gut, verbiege Antennen, um DJ zu tragen. Okay. Na dann, biegen wir mal ein paar Antennen. Welche soll ich denn biegen? Ach, die hier. Hören Sie, ich habe keine Zeit, kleine grüne Amerikaner. Ja? Kleine grüne Amerikaner. Okay. So. Bleibe im hörbaren Bereich. Kleine grüne Proleten. Hä? Oh, 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 oh. Im erhöhten. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich kann's nicht. Im erhöhten Bereich. Ja. Okay. So. Oh, das ist ja richtig fies. Und ich habe halt kein Jetpack-Mod drinne. Na gut, ich bin dabei. Oh, 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 oh. Gut, das reicht jetzt. So. Verdammt. Jetzt so. Jetzt hier einmal rüber.
Da sollte es sein. Okay, gut. Aha. Ja, ja, was gibt es? So, jetzt die hier. Okay. Okay, das war knapp. Hast du was zu sagen? Alter, ist das fies. Aber, Batterie. Das werde ich nie und nimmer schaffen. Ich glaube, ich muss jetzt auf demselben Weg wieder zurück. Ansonsten werde ich das nicht schaffen, oder? Der da hinten ist einfach zu weit weg. Nee, ich muss auf denselben Weg wieder zurück, wenn ich den Bonus mithaben möchte. Und ja, ich will den Bonus mithaben. Jetzt wäre halt cool gewesen, wenn... Ne, jetzt hänge ich an der Antenne fest. Na, das wird schwierig. Okay. Ja, ja, was gibt? Was? So. Da muss ich gleich nur den was richtigen erwischen. Oh Gott. Nicht runterfallen! Hallo, Kind der Nacht. Verdammt. Jetzt müssen wir es nochmal neu starten. Ist aber auch ein bisschen schwierig. Okay, ah, jetzt wird mir gleich der hier angezeigt. Okay. Raus, dass sie wandeln auf. Das heißt, wir können hier gleich abkürzen. Ich auch. Sie haben meine Aufmerksamkeit. Okay, jetzt habe ich es drauf geschafft. Ah, Balkon. Den Turm einmal nehmen. Jetzt hier wieder auf den Turm flattern. Oh. Das müsste ich eigentlich mit Jetboost und Co. schaffen. So, und jetzt müssen wir da hinten rüber. Das dürften wir hinkriegen. Oh. Sehr nah, aber hat geklappt. Okay, jetzt müssten wir über den ganzen Park drüber. Ich bin kein Fan. Retten Sie mich bitte. Jemand muss mich retten. Ich kann den nicht retten. Ich habe keine Zeit dafür. Dann nehmen wir das Ding hier. Also Boden ist Lava hier und Go. Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht von der Karte her. Da muss ich hin. Alter, ich muss hier nochmal den ganzen Weg außen rum. Das ist ja jetzt wirklich schwierig. Okay, den habe ich geschafft. Das hier wird easy. Dann nehmen wir den hier auch nochmal mit. Ah, auf Sperrgebiet drauf gepfiffen. Der Boden ist Lava. Zum Glück mit einer Bodenberührung instant wieder den Jetpack voll. Na, jetzt kommen wir der ganzen Sache doch schon näher. Immer schön auf den Dächern bleiben. Ich glaube, als nächstes sollte ich wirklich mal den Jetpack mit ausbauen. Nimmt das Gebäude hier erstmal noch. So. Zeug!
zeig dich! Und rauf hier, rauf, 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 rauf. Ich höre. Sofort stehen bleiben! Ja, keine Waffe Zeit dafür. Warum gehst stehen bleiben, du dort, wo du herkommst? So, halt. Ja, hat er gemacht. Lust auf eine Waffe fallen lassen. Nun lasst mich doch mal skaten hier. Ich muss doch gucken, wo das ist. Ach, da oben ist einer. Ich kriege keinen klaren Schuss. Gut, und auf der anderen Seite ist auch noch einer. Passen Sie auf, wo Sie lang gehen. Ja, pass ich. Gut, wo jetzt hin? Töte Piraten-DJ. Du bist so gut wie tot, alter Junge. Das heißt, ich darf jetzt auch endlich wieder landen. Ich werde das denen zustimmen. Gut. Piraten-DJ erschüttert Hippie-Untergrund. Missverständeter DJ wegen seltener Blues-LP ermordet. Okay, Mission erfüllt. Wenigstens 100%. Modebesserung Mob trifft im Kult ein. Der berüchtigte Mob aus Kandals Zeit schließt sich nach Begegnung mit hipper interstellarer Musik dem Argwudel-Kult an. Gut, noch mehr Diener für Argwudel. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.